mal gespannt, wie das jetzt wird, weil wir brauchen nichts. Wie ich jetzt davon die Körner runterkriege, das weiß ich jetzt nicht. Der Mais ist so ein Grundnahrungsmittel, was ganz viel Vitamin D und A mitbringt. Und wenn man den jetzt im Wasser kocht, dann sollte man eher das Wasser trinken als den Mais essen, weil das ganz viel rauslöst. Wenn die so dünne Schale haben, dann esse ich die teilweise morgens mit Schale. Morgens? Ja. Auf nüchtern Magen? Ja, um einfach ein bisschen Mundgeruch zu kriegen. Bisschen, ne? Zeige ich euch ganz gerne mal. Die hohe Rippe ist der obere Teil mit dem Rippenbogen. Bevor ich mich jetzt hier verrenke und euch meinen kleinen Rücken zeige, gucken wir uns mal einen richtigen Rinderrücken an. Wollen wir mal rein in den Kühlschrank. Das ist die Keule noch am Rücken dran. Und hier hängt dieser Rücken dran. Das kann man hier oben noch mal sehen. Hier haben wir einen rausgelöst. Das ist das Fleisch, was das Ribeye hat, was das fetteste Marmorierung hat. Da sitzt die Substanz und der richtige Geschmack und da geht richtig was ab zum Grillen. Wirklich eine richtig schöne Kombination hier. Ich finde, Tomaten und Aprikosen reichen sich wirklich die Hand. Und fertig geht's zum Gast. So langsam gibt er nach. Ne? Er muss mich ganz, ganz zart überredet werden, sozusagen seine Kraft mal gehen zu lassen. Also könnte ich jede Hühnchenbrust gegen wegschmeißen. Total. So muss eigentlich eine Tomate auch sein, wenn die so süß sind, dass sie wie Obst essen kannst. Mhm. Boah.